Shop und bei Kroos. Zum Mensch. Danke. Hallo zusammen. Ich bin Selina Bücher, 800 Meter Läuferin. Die letztes Jahr Halle-Europameisterin geworden. Ich bin jetzt hier zurück am Flughafen angekommen. Ich laufe morgen im Diamond League Meeting, mein erster Achter von der Saison. Some dress with a nice pink toes. I said hello. Was, Nicole? Einerseits freue ich mich mega aufs Rennen. Also ich freue mich jetzt, dass es losgeht. Ich habe zwei sehr gute Trainingswochen hinter mir. Also ich fühle mich eigentlich gut und freue mich. Und gleich ist so, vor dem ersten Rennen ist immer noch so eine gewisse Ungewissheit. Ja, man hat noch nicht so Rennpraxis in dem Sinn. Also ist sicher auch ein bisschen Nervosität rum. Aber das ist auch gut. Also wie ist es jetzt da? Weiss man, mit wem das man im Zimmer ist? Ist doch ein komisches Gefühl. Wir studieren nicht. Willst du lieber mit der Muschinka oder mit der Gastro-Semenia? Ja, es ist immer schön, wenn man einfach mit jemandem ein Zimmer, das man kennt. Aber, ja. Jetzt sind wir halt das Dritte. Dann ist wahrscheinlich jemand allein. Also, oder eben mit jemandem. Ja. Mit wem bist du? Der Muschinka. Nicole ist allein. Bis jetzt. Bis jetzt? Oh, ja. Es kommt sicher kein Mann ins Zimmer. Das ist eine automatische Frage. Ja, eigentlich schon. Vielleicht nicht. She wants a hero. Parkplatz. Das ist aber dein League Meeting in Rom. Ja. Eine Palme ja. Hat es. Ja. Und da sehen wir etwas noch. Antikes. Das ist oder wo Antikus zählt. So ja. Also das sind neue Nagelschuhe? Ja genau, die habe ich gerade zuerst mal angehabt. Oh, wie fühlt man sich? Ja, sind gut. Jetzt sind sie noch richtig hart. Es fühlt sich gut an. Es gibt Lust auf mehr für morgen. Jawohl, jetzt habe ich da ein paar Steigerungen gemacht und es hat sich gut angefühlt. Jetzt freue ich mich, dass morgen dann zählt. Sehr gut geschlafen, habe jetzt ein bisschen zu gelegt und bis jetzt bin ich noch recht entspannt, aber jetzt kommt dann langsam ein bisschen das Kribbeln und das Rennen. Ja. Ein bisschen Reis und Fleisch. Ja. Was macht man da am Tag vor dem Lauf? Ja, eigentlich probiere ich so wenig wie möglich zu machen. Also eigentlich einfach ein bisschen, ja, alle Energie zu sparen, ein bisschen rumliegen, rumhocken, eigentlich nicht so viel machen. Das ist eigentlich eher ein bisschen ein langweiliger Tag. Ja. Und der schlimmste Moment ist wann? Der schlimmste Moment? Also so von der Nervosität? Ja. Ja, ich glaube schon, so Callroom oder kurz vor dem Rennen, wo ich dann wirklich ja, wo ich langsam richtig nervös bin. Ja. Aber ich brauche die Nervosität auch. Also wenn ich gut laufe, muss ich wirklich auch nervös sein. Dress with that.
zufrieden. Ich hatte ein bisschen Mühe gehabt. Von Anfang an schon mit dem Tempo mitgehen. Es ist, glaube ich, auch schon ziemlich schnell gewesen, die ersten 200 Meter. Und ja, ich bin irgendwie nicht so ganz ins Rennen hineingekommen. Ich hatte immer irgendwie ein bisschen Mühe gehabt. Aber ja, es ist immerhin 2:01, das erste Rennen. Ja, geht sicher noch besser. Ja, das war jetzt mein erster Achter von der Saison. Jetzt freue ich mich auf die nächsten zwei Rennen. Und dann auf die EM in Amsterdam und die Olympischen Spiele in Rio. Führe mich an, wie Blattli Tiffle.